Felix Bitterling links unten, der Renndirektor. Und jetzt geht's los. Strecke ist natürlich sehr eng, überholen wird schwierig. Es gibt ein paar Stellen, möglicherweise gleich am Anstieg draußen. 1,3 Kilometer lang ist die Strecke und ein wenig wurde sie verändert. Es geht jetzt raus und dann ging es vorher hinter dem Tunnel in so zwei, drei 90-Grad-Kurven, 93-Grad-Kurven auf diesen Ruhrpott-Gletscher, auf diesen langen Anstieg, den es dann dort gibt. Diese Knicke sind jetzt weg. Es geht direkt dort hoch und dann nach der Abfahrt geht es nochmal 150 Meter geradeaus, denn da gab es so einen relativ krassen Rechtsknick. Das war dann immer nicht ganz so stark. Und das ist eine sehr aufschlussreiche Zeitlupe hier nochmal von der Zielgeraden, wie es dort aussieht. Und jetzt kommt der Start nochmal in die Zeit. Arndt, du bist die Strecke ja vorhin gelaufen. Wir haben es auch schon kurz gesehen. Dieser Anstieg, das ist schon ein ganz schön amtlicher Berg, ne? Ja, dieser Gletscher, der ist natürlich schon nicht wenig anspruchsvoll und danach kommt aber so ein ganz kleiner giftiger, der ist noch unangenehmer und diese 180 Grad Kurve, die du eben angesprochen hast, die ist auch nicht ganz so leicht zu fahren, vor allem jetzt am Anfang, wenn die Ski wirklich noch schnell sind. Und den sehen wir gleich geht es runter und dann 180 Grad herum. So, da sind sie. Julia Simon führt das Feld an. Dahinter Hanna Kebinger, Janina Hettich-Walz, Lisa Theresa Hauser. Das ist im Moment die Reihenfolge. Und da, hier gab es vorher dann eben direkt diese Rechtskurve. Und da geht es eben jetzt noch mal weiter. Aber auch da muss man ganz schön bremsen, um dann eben in diese Haarnadelkurve zu gehen. Ja, ich habe vorhin auch überlegt, ob ich da rumtreten kann, aber man ist zu schnell. Also man muss da anrutschen und dann ab dem Kurvenscheitelpunkt aufhören zu rutschen, weitertreten, damit man nicht zu viel Geschwindigkeit verliert. Und das hier ist ein schönes Stück, da sind ganz viele Zuschauer auf der linken Seite. Und da ist man auch relativ schnell unterwegs, das macht richtig Spaß. Und dann kommt gleich dieser kleine, giftige Anstieg, der wirklich unangenehm zu laufen ist. Hier, Julia Simon schaltet um, man hat das Gefühl, man steht plötzlich. Ja, und da muss man wirklich jetzt... Jetzt ist Julia Thümer wirklich ins Stehen gekommen im Anstieg, kam kaum wieder voran. Das ist natürlich vor allen Dingen in der ersten Runde. Wenn alle gleichzeitig kommen, noch mal ein größeres Problem, wenn man da auffährt. So, und Jakob Fack, hat der was vergessen? Hoffentlich rutscht er nicht aus. Ich habe immer Angst, wenn sowas gezeigt wird. Vorhin beim Shootout war es so, da gab es ja eine Vorrunde für die Frauen, eine für die Männer. Und dann qualifizierten sich die jeweils drei Besten fürs Finale. Und Janina Hettich-Walz hatte das nicht mitbekommen und war dann ganz da hinten irgendwo in der Ecke des Stadions und wurde fürs Finale aufgerufen, musste dann ähnlich schnell sich dort sputen und ich glaube, Jakob Fack, der ist einfach nur zum Wechsel gerannt. Ah, da kommt er, guck mal, da sehen wir den unten. Jetzt rennt er ohne Skier Richtung Wechselzone, aber erstmal wird jetzt geschossen im Liegendanschlag und das kennen Sie alles. 10 Anlagen sind hier aufgebaut worden aus dem Weltcup. Und da war schon eine kleine Lücke da, ne? Hinter Julia Simon und Hanna Kebinger. Julia Simon, die hat das Shootout vorhin gewonnen, die Schnellschützin aus Frankreich. Schau dir das an. 3-4 Treffer in einem Tempo zieht die hier durch. Beim Shootout hat sie auch liegend ähnlich geschossen, ohne Nachlader durchgezogen. Genau, Nachlader gibt es jetzt nicht, sondern jetzt gibt es da eben die kleine 75 Meter Strafrunde. Dort sozusagen muss man eben noch einmal diese Schleife rennen, da wo Julia Simon jetzt vorbeilaufen darf. Strafrunde ist sozusagen in die Strecke integriert aus Platzgründen. Und damit geht Frankreich erstmal in Führung. Fabien Claude. Und dann wartet Roman Rees. Ja, und Janina hat wieder liegend gut geschossen. Das kennen wir von ihr aus dem Weltcup. Hohe Trefferquote liegend, ich glaube 96% hat sie jetzt auch wieder gezeigt. Dann die Norweger, die Slowenen. Und auf der 6, 17,5 Sekunden zurück. Hanna Kebinger und jetzt Benedikt Doll. Es wird ja nachher zum Verfolgungsrennen der Abstand halbiert. Und der Maximalabstand ist 45 Sekunden. Also das Feld wird sozusagen ein bisschen zusammengerechnet. Und die Belgier schon so ein kleines bisschen abgeschlagen. Lotte Lee und dann Florent Claude. Aber hier wird keiner taktieren und die 45 Sekunden in Kauf nehmen. Denn 45 Sekunden sind schon eine Menge Holz auf dieser Runde. Das heißt, man könnte ja sagen, man schont sich im ersten Durchgang und nimmt die 45 Sekunden, ist dann frisch. Aber das wird
kein Team probieren. Und auch das Trefferbild von Julia Simon, exzellent. Natürlich ist hier der Einfluss des Windes nicht so groß, er ist nicht so unberechenbar. Es gibt auch gar keine Windfahnen. Ja, eigentlich würde man denken, es ist windstill. Es gibt so eine leichte Thermik, haben wir von unten auch gespürt am Schießstand durch die beiden Tunnel. Natürlich auch Temperaturunterschiede in der Halle, aber der bleibt dann eben gleich. Ne? Und deswegen ist das Anschießen dann, wenn es einmal durch ist, eben durch. Genau, da erwarte ich auch nicht, dass viel gerastet wird oder viel korrigiert wird. So, da haben wir 5 Staffeln eben ohne Strafrunde. Und jetzt mal sehen, Fabian Claude, ob er sich ein bisschen absetzen wird. Jetzt ganz vorne ein Claude und ganz hinten ein Claude. Der eine für Frankreich, der andere für Belgien. Morgen fahren die beiden Brüder gemeinsam mit dem Auto nach Oberhof. Und dann da ein bisschen in der Skihalle sich schon vorbereiten auf den Weltcup. Am 4. Januar ja dann da der Sprint der Männer. Da geht es dann mit dem Weltcup weiter. Ja, und die Lücke ist schon da zwischen den Titelverteidigern und der ersten Dreierverfolger. Rees, Lagreit und Jakob Fack. Jetzt kommen sie wieder an dieses von dir eben schon erwähnte ganz steile Stapfstück. Das hat Roman sehr dynamisch gelöst. Blick auf Fabian Claude. Ja, der springt da richtig an. Und das ist dann schon immer dieser ganz besondere Moment, ne? Wenn du durch den Tunnel reinkommst. Im Tunnel ist das ja alles noch so ein bisschen gedämpft und dann geht die Halle hier wirklich steil. 35.000 sollen es sein, die heute hier nach Schalke gekommen sind. Sehr gut gefüllt, die Arena an der A2. Ja, ein paar Schweizer Fans haben es auch geschafft. Fabian Claude ist mit seinem Schießen in dieser Saison noch nicht ganz so zufrieden. Schießt 78%, sowohl liegend als auch stehend. Das ist für liegend schon eine schwache Quote, muss man sagen. 20. im Gesamtweltcup. Er hat sich als Saisonziel Top 5 im Weltcup vorgenommen. Da ist er im Moment weit entfernt, aber jetzt macht das perfekt. Lagreit mit 2 Treffern jetzt. Rees mit 1 Fehler. Muss in die Strafrunde auch Lagreit. Rees 2-mal. 3 Strafrunden für Roman Rees. So elegant, wie er da über diese Kuppe gehupft ist, so schlecht hat er das jetzt gemacht. Stalder und Fack fehlerlos. Benny Doll aber mit einer 0. Geht jetzt natürlich vorbei an Roman Rees. So, die Franzosen haben schon gewechselt. Julia Simon ist wieder unterwegs. Es wird nach jedem Schießen gewechselt und dann muss der Mann nach dem Spielen schießen. Noch mal eine Abschlussrunde laufen. Nach dem 8. Schießen dann insgesamt. Es laufen die Männer heute insgesamt 10 Runden und die Frauen 8, wenn ich richtig gerechnet habe. Das heißt, die Männer ungefähr 13 Kilometer. Das ist gar nicht so ohne, ne? Das ist gar nicht so wenig. Schnelle Einheit. Ja. Aber es passt vielen auch in den Trainingsplan. Da habe ich vorhin beim Mittagessen da im Athletenhotel mit ein paar Athleten gesprochen, die sagen, das ist eben dann auch eine schnelle Einheit, die man sowieso mal macht. Und das nehmen wir so. Ja, dann lieber mit starten. Jeminger Doll 24 Sekunden zurück. Und jetzt kommt Roman Rees 51 Sekunden zurück in den Erdlich-Walz unterwegs. Fabian Claude. Ja, da ist das Trefferbild etwas größer als bei Julia Simon. Gerade der erste war ein bisschen links, aber hat er gut gemacht, auch zügig geschossen. Und die zwei haben was vor heute. Den Eindruck könnte man gewinnen. Jean-Paul Jacquinot ist da, betreut die beiden. Für die Deutschen sind Roman Böttcher und Florian Graf da, betreuen die beiden deutschen Teams. Florian Graf haben wir ja vorhin auch schon gesehen, Sieger hier gewesen 2013. Ich glaube, gegen André Dirisemlia da in der letzten Kurve. Ne? Hat er sich durchgesetzt. Sehr giftig. Bisschen auf die Strecke verlassen. Aber machen wir mal alle Augen zu, die wir haben. Haben wir damals auch schon. So, Hanna Kebinger. Die ja die Saison unterbrechen musste nach Östersund. Hatte Corona, lag richtig flach. 9 Tage im Bett. Ging ihr gar nicht gut. Hat dann auch gesagt, es ging ihr so schlecht. Sie hat noch nicht mal Biathlon geguckt. Sondern sich ein bisschen über die Ergebnisse informiert und weiß gar nicht genau, wo sie jetzt steht. Sagt, sie hat schon ein paar intensive Einheiten auch gemacht, aber der Körper reagiert sehr schwankend. Mal ist sie sehr schlapp, dann fühlt sie sich wieder gut. Sicherlich auch mal eine Standortbestimmung für sie heute dann im direkten Duell gegen andere. Ja, ein super Auftakt. Dann hat sie ja noch ein paar Tage bis zum nächsten.
hier zusammen mit Polona Klemencic und dahinter Amy Baserga für die Schweiz. Julia Simon ist zurück im Stadion. Und so wie das bis hierhin läuft, wirken die ja fast unschlagbar, die beiden Franzosen. Aber wir kennen ja Biathlon und lieben ja auch Biathlon für den unberechenbaren Faktor dieser Sportart. Anna Kebinger mit einem sehr stabilen Eindruck. Die war schon zweimal hier als Juniorin. Es gab ja heute Nachmittag hier auch schon ein Juniorenrennen. Und auch das hat ihr großen Spaß gemacht und jetzt auch als Ehre empfunden, dass sie eingeladen wurde, jetzt bei den Senioren mitzumachen. Jetzt Julia Simon. Oh, ist das gut. Die letzten auch im Liegenbereich, schnell geschossen. Also, das war schon wirklich eine sehr gute Schießanlage von ihr. Wir staunen. Fehler Klemencic, Fehler Baserga, Kebinger zieht durch. Ist ja Silbermedaillengewinnerin geworden mit der deutschen Staffel bei der Heim-WM in Oberhof im Februar. Mit Sophia Schneider, Vanessa Vogt und Denise Hermann-Wick. Pause mit einer Strafrunde. Was ist mit Tandrevold? Der Nummer 2 der Welt. Kommt auch gut durch. Fehler los, kommt durch. 24 Sekunden Rückstand für Kebinger Doll auf Platz 2. Da kommt Ingrid Landmark-Tandrevold angehüpft. Kann man immer gut erkennen. Ja. Am Pferdeschwanz und auch ein bisschen an ihrem Laufstil. Schweiz und Slowenien. Eben waren sie noch zusammen mit Hanna Kebinger. Jetzt hat sie 15 Sekunden Lücke auf die beiden Teams gerissen. Und dann die Norweger. Tandrevold jetzt wieder auf Lagreit, Julia Djuma auf Dimitri Pidruzhny, die Ukrainer. Dann Österreich, Hettich Walz und Rees. Hettich Walz eben mit einer schnellen Null. 1:04 der Rückstand nach vorn. Ah, Fabian Claude hat heute Mittag auch gesagt, ich bin nicht hier, um Spaß zu haben. Ich will den Titel verteidigen. Also aber bis jetzt auch sehr stabiles Schießen von Hanna. Ja, klasse Schießanlage, hat sie sehr gut gemacht. Wirklich gute Trefferlage, Platz nach außen ist da noch. Aber schon beachtlicher Rückstand. Also 24 Sekunden. Aber die Franzosen sind natürlich wirklich zügig unterwegs. Ich finde auch auf der Strecke wirken sie aggressiv und angriffslustig. Claude war nach dem Weltcup in Lenzerheide in den Vogesen bei seinen Eltern mit seinen beiden Brüdern, mit Emilion und Florent. Konnte dort auch auf Schnee trainieren. Nach dem letzten Jahr ging das nicht. Da mussten wir tatsächlich auf Skirollern trainieren im Dezember. Jetzt hatten wir ein bisschen Schnee. Interessant genug, Emilion Claude wird rausgenommen bei den Franzosen. Die kommen nur mit 5 Männern nach Oberhof zum Weltcup. Die Leistung war nicht gut genug und da musste sich im IBU Cup empfehlen. Die lassen einen Platz aus. Die deutschen Männer haben ein gegensätzliches Problem. Die haben im Moment 7, die es eigentlich verdient hätten, im Weltcup zu laufen. Da werden sich die Trainer entscheiden müssen, wen sie rauslassen, nachdem ja Philipp Horn und auch David Zobel beide auf der Lenzerheide gut waren. Wir haben 3 Sieger. Wir haben mit Johannes Kühn einen Athleten, der 5-mal in den Top 10 war. Also es wird schon schwer, da jemanden auszusortieren. Justus Strelo ist 11. im Gesamtweltcup. Ja, frag mal die Norweger. Also Vetle Christiansen darf nicht laufen, der ist 7. im Gesamtweltcup. Und dennoch ist es aus deutscher Sicht auch erfreulich, dass wir mal wieder das Luxusproblem haben, zu sagen, hey, wen nehmen wir raus? Die Franzosen kommen zu 5. Ohne seinen Bruder, ohne Emilien Claude. Jetzt der erste Fehler für Frankreich. Und er legt noch einen nach, hat auch wahnsinnig schnell geschossen. Ja, 2 Strafrunden. Ja, da guckt sie ein bisschen sparsam. Das wird wahrscheinlich dennoch reichen, um die Führung zu verteidigen. 11-12 Sekunden haben wir vorhin mal gestoppt. Dauert so eine Strafrunde bei den Junioren. Vielleicht eine Sekunde schneller jetzt hier. Aber
Spiel. Groß wird der Unterschied dann da auch nicht sein. 25 Sekunden Vorsprung hatten sie. Jetzt ist die Halle da. Jetzt wittert die Halle Morgenluft. Und es sind nur noch 30 Meter ungefähr, die Benny Doll hinter Fabian Kloth ist. Der wechselt jetzt. Und da hinten, da oben, da taucht er auf, der Deutsche. Naja, ich sag mal, ein bisschen mehr als 30 Meter sind es vielleicht auch. Ja, vielleicht sind es 35. Du musst doch den Leim ein bisschen heiß machen. Roman Rees. Jetzt trifft er fünfmal. Felix Leitner geht in die Runde. 10 Sekunden. Schießzeiten werden hier nicht ermittelt, falls Sie sich fragen, warum man nicht auf die Schießzeiten eingehen, so wie beim Weltcup. Muss man Hand stoppen. Norweger. 6 Sekunden dahinter. Jetzt holt Arne Pfeiffer seine Stoppuhr raus. Wie so ein Trainer um den Hals. Sportlehrer früher. Also ich habe vorhin nachgefragt, 47 Meter ist die Distanz von der Matte bis zur Scheibe. Also ein ganz klein bisschen kürzer als normalerweise, aber ich würde sagen, nicht dadurch signifikant leichter zu schießen. Interessante Frage. Also wann wird es leichter? Ne? Naja, 50 also Meter ist natürlich der normale Wettkampfabstand, jetzt sind 47. Naja, da die Scheibengröße ja gleich bleibt, mit jedem Zentimeter, den die Scheibe näher ranrückt, wird es leichter. Aber ich glaube nicht, dass das bei 3 Metern sehr spürbar ist. Ich finde, Hanna bewegt sich heute wirklich dynamisch und gut, sieht frisch aus, stabil. Und hat jetzt eben auch eine unmittelbare Referenz. Ne? Der Abstand ist jetzt eben so nah, dass man die Gegnerin vor sich sehen kann. Und wie das hier aufhört, finde ich die Kurven auch gut. Benny hat da eben ein bisschen Schneeflug erst gemacht, dann gerutscht und sie rutscht gleich und geht dann auch gut rum. Und hier sind schon einige Kurven in der Strecke verbaut. Also wenn man hier zügig, dynamisch um die Kurven kommt, hat man schon einen gewissen Vorteil. Und ich finde, das macht sie gut. So, Julia Dzyma ist das für die Ukraine. Dahinter Amy Baserga und dann Polona Klemenčič. Guck mal, das ist der Unterschied. Erst ein bisschen Schneeflug, dann ja. Rutschen. Und Julia Dzyma eben gerade hingefahren bis zum Bremspunkt. Spät gebremst, zack, rum. Hebinger direkt hinter Julia Simon. Aber Simon ist die absolute Schnellschützin. Arne Pfeiffer hat seine Stoppuhr bereitgelegt und wird dann gleich die Schießzeit nachliefern. Das Betreten der Matte ist immer das Entscheidende, was ja jetzt gerade eben schon passiert ist. Also die Uhr läuft schon für Julia Simon. Die 12 Sekunden danach Hanna Kebinger auf der Matte. Und jetzt ist der Fehler da bei Julia Simon. Eine Strafrunde muss sie laufen. 22,5 Sekunden handgestoppt von Arne Pfeiffer, die Schießzeit. Ja, schon auch zügig. Und Kebinger schießt 0 und sie hatte 12 Sekunden Rückstand. Und jetzt werden sie gemeinsam zum Wechsel kommen. Simon und Kebinger. Und Hanna hat auch zügig geschossen. Konnte ich jetzt nicht auch noch stoppen. Ja, mit der Zwischenzeit. Das hätte schon funktioniert, Arndt. Das ja. Üben wir das nächste Mal vorher. Sie sind wieder dran. Und wir haben es doch vorhin noch gesagt, Mensch. Der Abstand sah so groß aus. Aber das ist Biathlon. Und das ist ja der Grund, warum wir diese Sportart lieben und schätzen. Es ist eben immer alles möglich bis zum letzten Schießen. Und wie aggressiv sie dort rausgehen. Hätte ich Walz mit einem Fehler einer Strafrunde. Bleibt auch noch ein bisschen an der Matte hängen.
1,7 Sekunden. Simon und Claude vor Kevinger und 26 Sekunden dahinter die Ukraine und Slowenien. Dann kommen die Norweger mit 3 Strafrunden bis jetzt. Lagreit, Tandrevold. Hier die Fehler von Julia Simon. Und Kevinger war 23 Sekunden auf der Matte. Die Kollegen im Ü-Wagen haben das dann nochmal für uns nachgestoppt. Oh. Gerade vielen Dank dahin. Also unwesentlich langsamer nur als Julia Simon. Sekunden. Janina Hettich-Walz, dann die Schweiz, jetzt mit 5 Fehlern Amy Balserga. Fabian Claude läuft da ein bisschen weg von Benny. Will ihn ums Verrecken nicht rankommen lassen, hat man den Eindruck, so wie er hier eben rausgefeuert ist. Guck mal, wie Benny jetzt die Kurve nimmt. Hier rechts sehen wir ein bisschen das Winterdorf. Guck mal, da macht er wieder seinen Schneeflug so. Ja, ich finde, da könnte er noch ein bisschen aggressiver reingehen. Benny kann man ja schon mal ein bisschen Kritik aufs Brot schmieren. Ne? Auf jeden Fall. Das braucht er auch. Bist du da? Ja. Benedikt Doll hat ja einen neuen Schaft sich anfertigen lassen vor dieser Saison. Waren wir dabei. Allerdings nicht mit dir, sondern mit deinem geschätzten Kollegen Erik Lesser. Und daraus entstanden ist der wunderbare Film Der perfekte Biathlet. Arndt und Erik Lesser haben verschiedene Athleten begleitet und besucht über den Sommer. Was braucht es, um den perfekten Biathleten zu machen? Können Sie sich in der ARD-Mediathek anschauen. Am Oberhofwochenende dann auch in der ARD im Fernsehen zu sehen. Wir hatten viel Spaß dabei. Ja, bestimmt hatten wir. Vor allen Dingen auch bei den kleinen Fehlern und Pannen, die es gab, den sogenannten Outtakes. Werden Sie zwischen den beiden Rennen ein bisschen was von sehen nachher. In ein paar Minuten, wenn der Massenstart zu Ende ist vor der Verfolgung dann. Aber du kannst ja über dich selber lachen, Arndt. Das macht das Leben auch leichter, wenn man das kann. So, jetzt hat der Druck. Fabian Tod konnte sich auf der Strecke so ein bisschen vom Pelz halten. Aber jetzt liegt er trotzdem neben ihm. Stoppuhr läuft. Und diesmal für Benny. Claude schießt 0, Doll schießt auch schnell. Muss in die Strafrunde, muss den Franzosen ziehen lassen. Kevinger also gleich mit einer kleinen Lücke Richtung Julia Simon. Ja, auch zügig beide geschossen. Benny 23 Sekunden abgerundet. Aber da muss er hinten nochmal abbiegen. Also sie haben es ein bisschen wieder geöffnet, die Franzosen. Und wieder ein bisschen mehr Platz nach hinten. Lagreit wieder mit einem Fehler. Die Norweger kommen auch nicht so richtig in die Puschen. Der 18 Sekunden sind es jetzt. Das ist Roman Rees. Ein super Liegenschütze. 97% Trefferquote. Aber es sind natürlich auch nicht viele Rennen, die da jetzt reingezählt sind. Das stimmt. Roman Rees, naja. 4. Ja. Letzte Heide nicht mehr gelaufen. Aber dann einfach doch zu krank geworden ist, beziehungsweise die Folgen seiner Krankheit gelitten hat. Hätte vielleicht nur Filzen schon abbrechen sollen, hat er im Nachhinein gesagt. Ist dann aus dem Filzen abgereist. 3 Tage Regen am Notschrei, da hat er einfach mal nichts gemacht. Dann aber ganz gut trainiert. Eine Woche intensive Einheiten, gute Bedingungen gehabt. Hier Fabian Klug unter Druck mit einem glücklichen Randtreffer, aber er ist gefallen. Durchatmen bei Julia Simon. Gucken wir mal oben auf den großen Videowürfel hier in der Mitte des Stadions, wie denn die jeweiligen Partner schießen. So, da haben wir René Altenburger-Koch. Wechselt Fabian Klug jetzt möglicherweise schon den Ski oder nicht? Jeder Athlet hat ja 2 Paar Ski abgegeben und eigentlich ist die Empfehlung, einen Ski im ersten Rennen und einen beim zweiten Rennen zu nehmen. Man kann aber auch zwischendurch wechseln, wenn man möchte. Es sah so aus,
als ob Claude sich vielleicht dazu entschlossen hat. Aber die Ski werden nicht nachpräpariert, sondern jeder kriegt eben den einen Ski, so wie er ist, vom DSV präpariert hingestellt. Beziehungsweise die zwei Paar. Genau, die zwei deutschen Techniker. Klaus Kellermeier ist der zweite Techniker. Haben die Ski für alle präpariert. Das ist irgendwie ein Novum, ne? Dass ein Technikerteam alle internationalen Ski wachst. Aber dadurch noch mehr Gleichheit, was das Material angeht. Ja, und die Athleten, die internationalen Athleten, haben das auch begrüßt. War schon auch ein Aufwand für sie, dann hier noch ein Techniker, ein bisschen Material mitzubringen. Und jetzt wird es eben so gelöst. Ne? Hintergrund habe ich vorhin schon erklärt kurz, ist das Flurverbot, dass das eben schwerer zu kontrollieren wäre. Man müsste ein Messgerät hinnehmen und so wurde eben ein einheitliches Wachs genutzt. Die Athleten haben die Ski abgegeben, die wurden vorher gesäubert und dann eben von den beiden deutschen Technikern für alle gleich präpariert. Normalerweise müssen wahrscheinlich die Athleten auch die Techniker irgendwie selber bezahlen, weil es ja keine offizielle Veranstaltung des Rennkalenders ist. Also ich weiß nicht, ob die französische Skiföderation das bezahlen würde. Da muss man den Techniker im Zweifel selber engagieren. Deswegen freuen sie sich wahrscheinlich, dass man diese einfache Lösung gefunden hat. So, letztes Schießen für die Frauen im Massenstartrennen, also im ersten Teil. Noch einmal im Stehendanschlag. Ja, das ging zu schnell für Arndt, der hat es nicht mehr geschafft mitzustoppen. Ich wollte es nicht jedes Mal mitstoppen, aber ja, man hat das Gefühl, sie atmet auch ganz kurze, man hat auch das Gefühl, sie atmet eher ein. Also man, das müsste man nochmal nachschauen, aber da dann merken wir es mal für die Analyse, vielleicht für Oberhof dann. Ruhe. Das macht er eben so. Ach, klasse. Auch ein klasse Schießen. Wieder von Hannah Kebinger. Was für ein Comeback von ihr hier. Wirklich. War wirklich heute Mittag eher ein bisschen unsicher. Wo stehe ich? Was geht? Was klappt? Aber bis jetzt. Ganz starker Auftritt von ihr. Ja, sowohl läuferisch als auch am Schießstand. Und das ist natürlich super, wenn du so eine Veranstaltung als ja, selbstvertrauende Maßnahme nutzen kannst für die anstehenden Weltcups. Klemenčič mit zwei Strafrunden. Slowenien fällt jetzt zurück. Mal sehen, ob die Norweger sich auf Platz 3 vorschieben können. Sieht so aus, jawohl. Ingrid Anmarkandrevold, dann Julia Djümer für die Ukraine. Hat über Weihnachten ein paar Tage auch in Kiew verbracht. Sie lebt ja in Bled in Slowenien hauptsächlich. War aber auch ein paar Tage bei ihrer Familie in Kiew. Hat ein bisschen erzählt, ist schon immer noch erschreckend, wenn sie davon berichtet, wie dann dort abends Bombenalarm ist und Drohnenangriffe und Patriot-Raketen diese Drohnen versuchen abzufangen. Also da läuft es am eiskalt den Rücken runter. Jetzt schauen wir auf Janina Hettich-Walz. Zwei Strafen. Wir sind schon jetzt hinter dem Zeitlimit. Da sehen wir mal Lotte Lee, die Norwegerin, die für Belgien startet. Mit ihrem Bruder Kasper hier ist als Trainer. Aber die muss jetzt drei Strafrunden laufen. Ja, die Strafrunde sieht auch schon ganz gut genutzt aus. Die Kurve vorne, da sind schon ein paar rum. Wenn man jetzt auf den Mund achtet, hat man das Gefühl, sie macht immer nur so und nächster Schuss, nächster Schuss. Ja, es ist wahnsinnig schwer für die anderen, irgendwo ranzukommen, wenn du eben so stabil bist insgesamt wie die Franzosen mit drei Strafrunden. Ja, genau. Und vorhin waren sie ja Zeit ungefähr zusammen unterwegs, als die deutsche Mannschaft eine Strafrunde hatte. Also durch diese schnelle Schießzeit, durch das aggressive Laufen machen sie ja da auch noch gut. Also sie sind schon schwer zu schlagen, aber Fabian Claude muss halt wirklich auch noch mal viermal durchkommen. Also für mich ist er auch ein bisschen der Knackpunkt heute. Das
Das ist schon eine fantastische Kulisse hier, muss man sagen. Also ich habe ja auch vorhin die Bilder gesehen, musste ich auch ein bisschen lachen vom ersten Mal. Das war hier drin mehr so eine Schlammfläche. Ja, das hat sich schon sehr gemacht. Ein bisschen Schnee, das war wirklich so ein bisschen Bastelstube. Jetzt letztes Schießen vom ersten der beiden Rennen heute. Fabien Claude auf Bahn 1 der französischen Bahn bis jetzt. Strafrunde. Da kommt Benny Doll. Rechts sehen wir die Strafrunde. Wunderbar, da kann man das mal auch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Tolle Einstellung. Ja, auch Benny Doll. Vielleicht diese kleine Schleife noch mal laufen müssen. Zweimal leider. Und das ist dann schon die Strecke der Strafrunde bei den langen Disziplinen im Weltcup, 150 Meter. Und jetzt wird eben nicht gewechselt, sondern jetzt muss Fabien Claude noch eine weitere Runde ins Ziel laufen. Genau, so alle anderen Männer. Nächster Fehler von Lagrey. Ja, Fehler und dann noch dreimal liegend. Ungewöhnliches Bild bei ihm. Ruschny mit einem Fehler, Jakob Fack mit zwei Fehlern, der Slowene. So, jetzt ist der Abstand schon groß. 43,8 Sekunden, also das wird gleich eine gemeinschaftliche Jagd von allen anderen hinter den Franzosen. Ja, ist ein bisschen schade. Ja, wobei, der Abstand wird ja halbiert. Stimmt, genau. Der Abstand wird halbiert. Genau. Aber beide gleich. Stalder mit drei weiteren Strafrunden. Na nun, wo war der denn? Zu sehen, ne? Der war doch relativ weit weg. Da links, der war noch zu sehen, der Fehler. Das kann man, glaube ich, als großes Bild bezeichnen. Und man dreht jetzt hinten raus, nochmal mit einer Null. Spart er sich nochmal 75 Meter auf der Schlussrunde. Genau, aber jetzt lohnt es sich für ihn, nicht mehr Gas zu geben. Ja, jetzt ist er auch hinter dem Zeitlimit. Genau, auch halbiert. Ja, Sturlaholm Lagrey, der wird sich morgen mit einem Mietwagen Richtung Oberhof begeben und dann dort in der Skihalle auch trainieren, genau wie die Claude-Brüder. Nimmt also den direkten Weg zum nächsten Weltcup. Während seine Partnerin Ingrid Landmark-Tandre wollte nochmal zurückfährt nach Lavazee. Dort hat sie sich auch zwischen Lenzerheide und Schalke vorbereitet und trainiert. Da wird sie jetzt auch den Jahreswechsel verbringen mit ihrem Freund Ingrid Landmark-Tandre. Der ist auch hier, der betreut sie als Trainer. Sind ganz alleine gekommen, haben gesagt, sie haben noch nicht mal ein Fernglas dabei, haben sich dann vorhin beim Anschießen das Fernglas der Deutschen geliehen, um die Trefferbilder anzugucken. So, herzlichen Glückwunsch. 50% haben sie im Sack, die Titelverteidiger, und vielleicht sogar ein bisschen mehr aufgrund des Vorsprungs, den sie mitnehmen. Julia Simon und Fabien Claude gewinnen also das Massenstartrennen. Hier die erste Hälfte der World Team Challenge 2023. Die Jubiläumsausgabe in der Arena auf Schalke. Und Benedikt Doll muss jetzt noch am Schießstand vorbei, die Schleife hinter der Strafrunde drehen. Und dann wird der Abstand, den Sie unten sehen, gleich fürs Verfolgungsrennen halbiert.
4 Schießfehler insgesamt die Deutschen, genau wie die Franzosen. Und dann sehen Sie eben, durch schnelleres Schießen und eben auch ein bisschen mehr Druck auf der Strecke, vielleicht auch das aggressivere Laufen durch die Haarnadelkurve, haben Sie einen Abstand von 50 Sekunden, 25 sind das dann gleich, herauslaufen können. Dann die Norweger auf der 3 mit 30 Sekunden Rückstand dann gleich im entscheidenden Verfolgungsrennen. Ja, Glückwunsch an Fabien Claude. Auf der 4 Dmitri Pidruzhny für die Ukraine. Lebt in der Westukraine, in einem Gebiet, das vom Krieg nicht betroffen ist. Aber er musste ja Anfang des Krieges im letzten Jahr tatsächlich Militärdienst leisten und ist aber jetzt seit letzten Juni, also Juni 2022, befreit. Sagt aber, das ist nicht endgültig. Es kann immer noch sein, dass es mich trifft. Wir vergessen das immer so ein bisschen, wie die Ukrainer hier mitlaufen im Weltcup. Ist ja auch schön, dass es eine gewisse Selbstverständlichkeit gibt, aber wie ich vorhin mit den beiden unterhalten habe, merkt man eben doch, für die Athleten ist es natürlich immer und sehr präsent. Hauser Leitner auf der 6. Dann hätte ich Walz auf der 7, aber die sind dann eben alle schon jenseits des Zeitlimits. Die werden also alle innerhalb von 45 Sekunden Rückstand auf die Spitze starten. Können sich jetzt hier langsam, aber sicher und entspannt ins Ziel begeben. Sebastian Stalder für die Schweiz